Zauberwelt im Zirkuszelt. Unter diesem Motto fährt der österreichische Nationalzirkus derzeit durch Oberösterreich. 20 Jahre heißt er so. Seine schon legendäre Leiterin Elfi Althoff-Jacobi fährt heuer zum letzten Mal mit. Zur Oberösterreich-Premiere hat der Nationalzirkus dieses Mal nach Bad Ischl eingeladen. Die Sterne der Manege strahlen wieder. Eleganz am Vertikalseil, die Schweizerin Helena Wieder. Wer es eher turbulent mag, die fußballspielenden Hunde des Nationalzirkus lassen es ganz schön rund gehen in der Arena. Ein nicht alltäglicher Säbelbalanceakt, präsentiert von Uan Minh aus Vietnam. Und natürlich dürfen sie beim Zirkus nie fehlen, die Lieblinge der Kinder, die Tiere. Gute Nacht. Auch wir wünschen Ihnen einen guten Abend mit dem Hinweis, dass der Nationalzirkus bis Ende Oktober in Oberösterreich gastiert. Wiederschauen, guten Abend, bis morgen.